Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu diesem nächsten Video. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch die Studiengänge bzw. Fernlehrgänge vorstelle, die für mich in der engeren Auswahl stehen. Und heute möchte ich beginnen mit dem Fernlehrgang der Tierpsychologie bei der SGD. Wie ihr ja wisst, bin ich so ein bisschen am Überlegen, ob ich so einen Fernlehrgang mache oder wirklich nochmal ein Studium, ein Fernstudium bei der IU. Dazu wird es dann auch ein Video geben, da stelle ich euch den Studiengang der Kommunikationspsychologie vor. Es kann sein, dass ich jetzt im Rahmen dieses Videos auch mal von Fernstudium spreche, obwohl es streng genommen ein Fernlehrgang ist. Nehmt es mir nicht übel, das ist natürlich so ein bisschen Definitionssache, aber ich nutze da jetzt dann auch einfach mal den ja, allgemein gebräuchlichen Begriff, obwohl es streng genommen nicht korrekt wäre. Und zwar möchte ich mit euch zum einen über die Inhalte dieses Fernlehrgangs sprechen und dann aber auch so ein bisschen was zu den Rahmenbedingungen sagen, wie viel kostet es. Ich habe da auch einen kleinen Tipp für euch. Wie genau sind die Unterlagen aufbereitet? Wie lernt ihr dort? Natürlich möchte ich auch die Frage klären, was ihr damit machen könnt, also auf die Berufschancen eingehen, wenn man so möchte. Und das ist alles, was ich hier jetzt mal darstellen werde. Falls ihr irgendwelche Ergänzungen habt oder noch weitere Fragen, schreibt das gerne unten in die Kommentare, dann werde ich das versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ich habe erstmal bei der SGD so ein kleines Infopaket angefordert und da habe ich zuerst mal dieses riesendicke Heft hier bekommen oder diese Broschüre. Das ist das Studienprogramm. Das sind wirklich alle Fernlehrgänge oder alle Weiterbildungsmöglichkeiten drin, die es dort eben so gibt. Also man kann beispielsweise auch sein Abitur nachholen oder verschiedene Sprachen lernen und so weiter und so fort. Und das ist eben eingeteilt in unterschiedliche Rubriken. Also zum Beispiel kreative Berufe, Informatik, Technik, ja, Allgemeinbildung und Sprachen. Und dann aber auch Tier und Natur, Coaching, Psychologie und Pädagogik, Gesundheit und Wellness, Wirtschaft und so weiter und so fort. Also das Angebot ist wirklich riesig. Hier steht auch über 300 geprüfte Fernstudiengänge. Und die SGD gibt es ja auch schon relativ lange. Das heißt, das ist wirklich ja eine renommierte Fernschule. Hier steht auch Deutschlands führende Fernschule. Und das habe ich dann erstmal so ein bisschen durchforstet, obwohl ich schon diesen einen bestimmten Fernlehrgang im Kopf hatte, weil meine Schwester den auch macht. Das heißt, da hatte ich dann auch wirklich eine Ansprechperson. Das ist natürlich umso besser, dass man da schon mal ja einen Einblick bekommt und erfährt, wie das Ganze so aufgebaut ist, wie es organisiert ist. Und sie ist sehr begeistert, das kann ich dazu sagen. Ich habe dann natürlich noch so ein bisschen weiterführende Informationen angefordert für Tierpsychologie, weil das ja das war, was mich interessiert hat. Und ich habe dann aber zusätzlich noch mal was geschickt bekommen aus diesem Bereich, also aus dem Fachbereich Tier und Natur, und zwar Tierheilpraktikerin, was ich auch sehr spannend finde. Aber das war jetzt natürlich die Broschüre, der mein Interesse galt. Ich habe das Ganze dann angeguckt, das ist auch nicht besonders dick. Hinten ist außerdem eine kleine Probelektion drin und das kann ich auch sehr empfehlen, weil man da einfach einen Einblick bekommt, wie der Stoff aufbereitet ist. Und das fand ich auf jeden Fall sehr anschaulich. Das ist alles ja mit vielen Absätzen strukturiert, zahlreichen Bildern versehen. Und das finde ich ist dann halt schon was anderes, als wenn man da jetzt einfach nur Fließtext hätte, was es natürlich auch schwer zu lesen macht. Zunächst mal, was sind die Studieninhalte? Es geht zum einen um die Entwicklung, um das Lernverhalten und um die Erziehung von Tieren. Und das bezieht sich vor allem auf Hunde und Katzen. Noch kleinere Tiere wie jetzt Meerschweinchen oder Hasen spielen, glaube ich, auch eine Rolle, aber das ist eher so ein kleinerer Bereich. Und man kann optional auch Pferde noch mit dazu buchen, so gesehen, oder man kann es mitlernen, wenn man möchte. Aber das ist ja schon sehr speziell und da muss man sich natürlich überlegen, ob das für einen Sinn macht oder nicht. Ich muss sagen, wenn ich mich dafür entscheiden würde, würde ich es auf jeden Fall mitmachen, weil ich liebe Pferde über alles. Ich bin, glaube ich, 6 oder 7 Jahre auch geritten. Westernreiten habe ich gemacht. Das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Hier, wo ich jetzt wohne, ist es leider nicht mehr so wirklich möglich, weil es hier kaum
Western-Reitstelle gibt, sondern wirklich nur Englisch reiten und so weiter. Und das ist gar nicht mein Ding. Das heißt, wenn ich mal wieder aufs Land ziehe, ich möchte ja früher oder später wieder auf dem Land wohnen, wahrscheinlich auch in Bayern, dann werde ich das gegebenenfalls wieder aufnehmen, weil das hat mir super viel Spaß gemacht. Einfach der Umgang mit Tieren, in der Natur sein, also wenn man auch ausreiten kann und so weiter, das hat mir wirklich extrem viel gegeben. Und dementsprechend würde ich das auf jeden Fall mitmachen, weil mich Pferde auch sehr interessieren. Das Ziel dahinter ist natürlich, dass ihr den Menschen beratend zur Seite stehen könnt, wenn sie Fragen in puncto Erziehung oder Lernverhalten haben. Und auch bei der Integration eines neuen Haustiers. Also wenn jetzt jemand so vor der Entscheidung steht, dass man ein Tier zu sich nach Hause holt, auf was muss man achten? Da kann man natürlich auch beratend zur Seite stehen. Das ist so dieser Bereich. Ein nächster großer Punkt ist die Tierhaltungsberatung. Da geht es natürlich vor allem um die artgerechte Haltung von Tieren. Ich habe das ja bei Meerschweinchen auch schon immer wieder erwähnt. Mittlerweile weiß man da mehr darüber. Früher so gut wie gar nichts. Also meine Eltern haben da auch extrem viel falsch gemacht. Wie groß muss das Gehege sein zum Beispiel, dass es wirklich artgerecht für diese Tiere ist? Und dasselbe gilt natürlich auch für Hunde und Katzen. Da muss man natürlich auch gewisse Rahmenbedingungen schaffen. Bezieht sich zum Beispiel auch darauf, ob eine Haltung von mehreren Tieren erforderlich ist oder ob sie einzeln gehalten werden können. Das ist nur ein Punkt von vielen natürlich. Und da kann man dann den Menschen auch beratend zur Seite stehen und genauere Informationen darüber geben, was für die Tiere wirklich in Ordnung ist und was eben nicht. Wenn man jetzt so ein bisschen mehr ins Formale geht, dann spielen natürlich auch die Rahmenbedingungen einer Tierverhaltensberatung eine wichtige Rolle. Also da lernt man dann auf jeden Fall, den Ist-Zustand zu analysieren und Beratungspläne auszuarbeiten und hinterher dann auch den Erfolg zu messen und so weiter. Also das ist auch ein wichtiger Punkt im Rahmen dieses Fernlehrgangs. Neben der artgerechten Haltung, Beratungskommunikation und Verhaltenstherapie ist natürlich auch noch die artgerechte Ernährung ein wichtiger Punkt. Auch das wird im Rahmen dieses Fernlehrgangs abgedeckt. Natürlich ist es so, wenn man sich jetzt überlegt, an wen sich dieser Fernlehrgang richtet, dann sind das natürlich auch Menschen, die in entsprechenden Berufen schon tätig sind, wie zum Beispiel Tierarzthelfer oder Tierheilpraktiker, Tierphysiotherapeuten und so weiter und so fort. Aber es richtet sich auch an Menschen, die selbst Haustiere haben und diese besser verstehen wollen. Und es besteht auch die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen, das nebenberuflich anzubieten, Menschen beratend zur Seite zu stehen. Natürlich ist das schon sehr eingegrenzt und für Menschen, die Tierarzthelfer sind und so weiter, macht so eine Weiterbildung wahrscheinlich noch mehr Sinn, das ist ganz klar. Für mich ist aber eigentlich auch die oberste Priorität, dass ich, ja, meine Tiere oder mein Tier, ich habe ja jetzt momentan nur in Anführungszeichen Murphy, besser verstehe, besser drauf eingehen kann. Einfach, dass man ja ein angenehmeres Miteinander schafft und auch weiß, was der Hund von einem möchte, weil sprechen kann er ja leider nicht. Und da fände ich es natürlich auch schön, dieses Wissen, was ich mir dann aneignen kann, auch weitergeben zu können. Aber man muss natürlich wissen, das ist ein sehr spezielles Gebiet. Das ist ganz klar. Und jetzt in meinem Fall spielt das aber gar keine so große Rolle, weil ich habe ja meinen festen Job. Ich möchte den auch nicht wechseln. Und es ist halt so die Frage, wenn man sich weiterbilden möchte, möchte man noch mal in eine ganz andere Richtung gehen oder möchte man was machen, was einem privat weiterhilft, was man dann vielleicht auch noch so an Wissen weitergeben kann? Es ist halt immer die Frage der Motivation bzw. des genauen Ziels. Über dieses Ziel muss man sich im Vorhinein natürlich bewusst sein, um eine Entscheidung treffen zu können. Man kann sich also als Tierpsychologe bezeichnen und das Ganze selbstständig ausführen, bei Tierheimen oder Tierpraxen unterkommen, je nachdem. Wie sehen jetzt genau die Rahmenbedingungen aus? Also was schon mal ganz wichtig ist, ihr könnt an 365 Tagen im Jahr starten. Das ist ja so der Vorteil von so einem Fernlehrgang oder Fernstudium. Ihr könnt euch immer anmelden, wann es für euch am besten passt. Ihr könnt das Ganze auch 4 Wochen lang kostenlos testen. Das heißt, wenn ihr im Rahmen dieser Zeit feststellt, dass es wirklich überhaupt nichts für euch, dann könnt ihr es auch problemlos kündigen. Die Dauer des Fernlehrgangs beträgt hier eigentlich 12 Monate. Das ist dann so angegeben mit einem Workload von 7 bis 8 Stunden pro Woche. Und ich glaube, das ist eigentlich relativ gut machbar, wenn man das auch nebenberuflich machen möchte.
Ich habe gerade eigentlich gesagt, weil es das Ganze nochmal als Kompaktkurs gibt, da dauert es nur 6 Monate. Ihr müsst dann aber schon auch mit dem doppelten Workload pro Woche rechnen, also schon so um die 15 Stunden. Die monatlichen Kosten sind da dann natürlich auch höher. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es dann im Endeffekt auf dasselbe rauskommt. Das habe ich nicht nachgerechnet, da müsstet ihr mal schauen. Ihr habt aber natürlich auch die Möglichkeit, schneller zu lernen, also dass ihr vor diesen 12 Monaten fertig werdet. Oder ihr könnt es dann auch noch auf 18 Monate verlängern, falls irgendwas dazwischen kommt, falls ihr aus irgendwelchen Gründen länger braucht. Die Studieninhalte gibt es entweder als E-Books oder auch in Papierform. Das wird euch dann nach Hause geschickt. Es gibt ja so unterschiedliche Lerntypen, die wirklich Papier vor sich brauchen und das Ganze dann mit einem Textmarker markieren wollen. Wobei das Ganze ja auch auf dem iPad geht, muss man sagen. Da kann man sich das Papier dann auch sparen. Ja, wie gesagt, was euch da lieber ist, ihr habt auf jeden Fall beide Optionen. Außerdem stehen euch Chats und Foren zur Verfügung, da könnt ihr euch austauschen und ihr habt natürlich immer die Möglichkeit, ja, bei der SGD auch eurem Ansprechpartner zu schreiben, falls ihr Fragen habt. Wie da die Kommunikation abläuft, kann ich persönlich natürlich nicht sagen, weil ich noch nicht dort studiert habe oder gelernt habe und dementsprechend ist das immer schwierig, so von außen zu beurteilen. Ich habe so ein bisschen Rezensionen mir angeguckt und da gibt es solche und solche Meinungen. Ich glaube, das ist immer so. Von daher, vielleicht kommt es auch immer so ein bisschen auf den konkreten Studiengang oder Fernlehrgang an. Da kann man, glaube ich, schlecht allgemeingültige Aussagen treffen. Zudem sind Zusatzangebote und weitere Lerninhalte online verfügbar. Und ihr müsst natürlich auch, ja, Einsendeaufgaben einreichen. Das kann man immer online machen oder schriftlich. Das geht auch beides. Da muss man es dann per Post verschicken. Aber wenn ich mich dazu entscheiden sollte, würde ich das natürlich online machen. Ich weiß nicht genau, ob es da eine bestimmte Zeit gibt. Ich glaube nicht. Ich denke, man kann sich so lange Zeit lassen, wie man möchte. Und was ich von meiner Schwester bisher gehört habe, rein theoretisch, das ist auch anders als bei der IU zum Beispiel, hätte man die Möglichkeit, dazu spicken, sage ich mal, seine Unterlagen neben sich hinzulegen. Aber, also erstens mal sollte man das natürlich per se nicht tun. Ich glaube, also man ist auch in so einem Alter, wo man dann sagt, okay, ich möchte ja für mich was da mitnehmen. Das bringt mir ja nichts, wenn ich das nebenhin lege und alles ablese und abschreibe. Also das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist, dass es anscheinend auch nicht so wirklich geht, weil es häufig eher Transfer-Verständnisfragen sind, die man eben nicht eins zu eins in den Lernheften findet. Dementsprechend, es lohnt sich schon, das zu verinnerlichen, das zu verstehen, damit man diese Aufgaben dann auch ja richtig lösen kann und damit das auch im Kopf bleibt, das ist ja das A und O. Dennoch, und das ist ja schon wichtig zu erwähnen, ist es nicht so, dass man einen Aufpasser hat bei den Klausuren, der genau überprüft, ob irgendwas im Raum ist, wo man spicken könnte. Und ja, ihr werdet die ganze Zeit via Webcam beobachtet oder so. Das ist bei der IU schon so. Das werde ich auch in dem Video, das ich dazu mache, dann auch genauer erklären nochmal. Hier ist es nicht der Fall. Zudem gibt es die SGD Online Campus App, die kann man sich auch runterladen. Man hat flexible Zahlungsmöglichkeiten, da kommen Sie auf jeden Fall auch auf einen zu. Es gibt natürlich auch gewisse Förderungsprogramme, sage ich mal, da kann man sich auch einlesen. Ich meine, da wäre auch ein extra Infoblatt dabei gewesen. Genau, das hier. Förderlotse, da steht aktuelle Information zur Förderung und Finanzierung Ihrer Weiterbildung. Natürlich kann man da auch vom Arbeitgeber was bekommen, wobei ich sagen muss, in meinem Fall ist es natürlich nicht jobbezogen. Das ist, glaube ich, schon Voraussetzung natürlich. Und es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten. Das hängt von verschiedenen Aspekten ab. Bei mir persönlich nicht wirklich relevant. Ich erwähne es nur der Vollständigkeit halber. Die SGD unterstützt einen auch in puncto Zeitmanagement. Da kann man auch vielfache Informationen finden. Das ist vor allem für Eltern und Familien von großer Bedeutung, die eben ja Schwierigkeiten haben, das alles unter einen Hut zu bekommen. Das ist ja auch ganz klar. Also da hat man auch einige Optionen und Möglichkeiten, um sich da zu informieren. Wichtig in dem Zusammenhang, ich erwähne es nochmal, ist, dass es eine zertifizierte Fernschule ist, die wirklich zahlreiche Bewertungen hat. Da würde ich auf jeden Fall drauf achten. Es muss in eurem Fall ja nicht die SGD sein, aber ja, in diesem Fall, da habe ich mich dann auch ausführlich informiert,
ist es schon so, dass es sich um eine gute Fernschule handelt, die eben einen entsprechenden Namen hat. Nun kommen wir zu dem Punkt der Kosten. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie viel dieser Studiengang eigentlich kostet, weil ich da nämlich unterschiedliche Preislisten bekommen habe. Ich gehe gleich nochmal genauer drauf ein. Und das immer ein bisschen variiert hat. Da müsst ihr genau gucken. Das würde ich empfehlen. Hier steht, dass der eigentliche Preis bei Tierpsychologie bei 189 Euro im Monat liegt. Ich hatte aber auch schon eine Preisliste, da lag das bei 199. Keine Ahnung. Bei diesem Blatt hier, was mitgeliefert wurde, das ist dann auch direkt die Anmeldung, die man abschicken kann, steht, dass es 10% auf die Studiengebühr gibt, auf gelb unterlegte Kurse. Und da war eben Tierpsychologie dabei. Das heißt, das ist jetzt hier bei 170 Euro, glaube ich, im Monat. Genau. Macht einen Gesamtpreis von 2040 Euro. Man bekommt, wenn man das erfolgreich beendet hat, ein Abschlusszeugnis. Das vielleicht auch noch so zur Info. Und man kann sich hier eben postalisch anmelden oder auch online. Was ich empfehlen kann, aber auch hier wirklich aufpassen. Ich habe mich ja jetzt sehr, sehr lange informiert, also über mehrere Wochen. Und ich habe auch schon für mich eine Entscheidung getroffen, aber das werdet ihr dann in irgendeinem Vlog sehen, glaube ich. Da werde ich das so einweben. Und ich habe mir da wirklich Zeit gelassen, alles genau durchforstet und so weiter. Und das war auch eine gute Idee. Beziehungsweise, es kommt immer darauf an, wie man das sieht. Ich wurde wirklich zu bombardiert mit Briefen von der SGD. Ich habe jetzt hier mal exemplarisch ein paar hier hingelegt. Das sind aber nur ein paar. Man bekommt wirklich sehr viele so im Wochentakt, vielleicht sogar noch ein bisschen häufiger. Das Ganze grenzt schon ein wenig an Belästigung. Ich muss sagen, für mich persönlich ist es halt so, wenn ich mich jetzt für so einen Studiengang entscheide, dann mache ich das auch zu dem Preis, der dann angegeben ist. Ich habe jetzt nicht deswegen länger gewartet, um irgendwelche Angebote zu bekommen, weil ich mir halt denke, wenn, dann ist es mir das Geld wert oder halt eben nicht. Das heißt, das war jetzt nicht der Grund im Endeffekt. Ich habe einfach nur überlegt und alles miteinander verglichen. Aber es kam dann eben ein Angebot nach dem nächsten. Ist natürlich schon Marketing, wobei ich sagen muss, das war etwas zu viel vielleicht auch. Das erste Angebot war, dass man das Ganze statt 4 Wochen 6 Wochen kostenlos testen kann. Das nächste Angebot, ich hoffe, ich hau keinen Fehler rein, aber ihr habt dann ungefähr eine Vorstellung, wie das Ganze abgelaufen ist. Stand dann auch dabei 10% auf die Studiengebühren, aber das war ja auch schon beim Ursprungsangebot jetzt hier in diesem Fall. Das nächste Angebot war dann, dass man 20% weniger im Monat zahlen muss bei dem Studiengang, indem man eine längere Zahlungsdauer hat. Und ja, da kann man sich überlegen, ob das jetzt ein tolles Angebot ist für Leute, die vielleicht nicht so viel Geld auf einmal haben pro Monat schon. Das Ganze streckt sich dann halt auf einen längeren Zeitraum. Also ihr müsst das länger abbezahlen. Ihr habt im Endeffekt keine Ersparnis. Ne? Das ist natürlich wichtig zu wissen. Der Endbetrag ist derselbe. Es ist nur auf eine längere Anzahl an Monaten aufgedröselt. Also ja, muss man überlegen, ob man das toll findet. Also ich persönlich hätte das schlechter gefunden, weil ich das lieber schneller hinter mir habe. Aber für die ein oder andere Person kann das hilfreich sein. Klar, wenn es an der Finanzierung scheitert. Und das aktuellste Angebot, was darauf kam, waren dann 20% weniger Studienkosten pro Monat. Also das waren dann wirklich 20% weniger und nicht so gesehen, einfach weil man länger bezahlt dann. Ja? Genau. Und das waren dann, ich glaube, 160 Euro im Monat oder so. Und klar, das macht natürlich schon noch ein bisschen was aus, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob man das Spielchen noch mal weiter treiben kann, dass es dann vielleicht irgendwann 25% sind oder so. Ich glaube aber ehrlich gesagt, über die 20% hinaus wird es nicht mehr großartig gehen. Das vielleicht nur als kleiner Tipp, wenn man etwas länger wartet, hat man da vielleicht noch ein paar Euro Vorteil pro Monat. Nichtsdestotrotz eben auf jeden Fall der Hinweis, lest immer genau, was für ein Angebot das sein soll, weil wie gesagt, bei diesem zweiten Angebot, was ich da hatte, das war halt im Endeffekt für mich persönlich nicht interessant und da muss man dann schon genau nachlesen. Und bei diesem Angebot, was jetzt wirklich 20% weniger Studiengebühren im Monat waren,
Da ist es auch so, dass man 6 Wochen kostenlos testen kann. Also 2 Wochen länger dann noch. Ist vielleicht auch ganz nett, wenn man sich einfach noch nicht so sicher ist oder nicht die Zeit hatte, in diesen 4 Wochen eigentlich so tief einzusteigen, wie man es gerne möchte. Das ist jetzt mal so der Überblick. Ich hoffe, ihr habt eine grobe Vorstellung von diesem Fernlehrgang und könnt für euch entscheiden, ob das ja interessant ist oder nicht. Vielleicht noch so als generelle Info, das habe ich auch hier irgendwo in der Broschüre gesehen. Jeden letzten Donnerstag im Monat findet eine Infoveranstaltung bei der SGD statt, von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr, meine ich. Den Link packe ich euch unten in die Infobox. Ich weiß nicht genau, welche Fragen da abgehandelt werden. Jetzt natürlich bestimmt nicht unbedingt so studiengangsspezifische, aber was das drumherum angeht, da werdet ihr mit Sicherheit Antworten bekommen, falls ihr da weiterführende Informationen möchtet. Ja. Das war es jetzt von meiner Seite. Wie gesagt, das nächste Video wird dann den Studiengang der Kommunikationspsychologie bei der IU abhandeln. Und dann werdet ihr schon bald in einem kommenden Vlog erfahren, für was ich mich letztlich entschieden habe. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt, und sage bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss.